Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Naturheilmittel. Wie immer starten wir mit der Beschreibung. Es mangelt an Medizin für die kranken Zivilisten. Alice und Gertrude oder Alice und Gertrude gehören einer Untergrundorganisation an, die Medikamente verteilt, die hunderte von Leben retten könnten. Wie gesagt, wie immer, ich weiß nicht, wie ich an diese Nebenmission kam. Jetzt sind wir hier, sollen zur Wohnanlage Alpha Centauri, das ist diese hier, und sollen dort, wie ich vermute, mit Alice und Gertrude sprechen. Ja, da habe ich es gerade gesagt. Da ich die Mission bereits, ich glaube schon zweimal insgesamt gespielt habe, glaube ich ungefähr zu wissen, wo die sind. Oder relativ genau. Was machen Sie hier? Hallo. Zustand ist schrecklich. Sie brauchen Hilfe mit der Medizin? Oh, sieh nur, Alice B., was da Schnuckliges reinspaziert, um uns zu helfen. Ja, Gertrude. Medizin, ganz genau. Weit aufmachen und A sagen. Ich habe gehört, sie wird dringend gebraucht. Ich könnte auch eine Untersuchung vertragen. Gertrude, hör auf. Wir bekommen so selten Besuch. Hören Sie, Gert und ich brauchen Zutaten. Aber wir sind leider... unpässlich wegen... eines kleinen Hausarrests. Wenn wir rausgehen... Bang, bang. Ab zur Beerdigung. Ich rate mal. Sie wollen, dass ich sie besorge. Das wäre ideal. Wir müssen einige Todessterne finden. Das sind besondere Pilze, die in den Wäldern wachsen. In Biomen. Auf hohen Klippen. Also Sie wissen schon. Smuggler Coves, White Coast, Whalers Bay. Solche Orte. Mal sehen, was ich tun kann. Lehnen Sie sich einfach zurück. Ui, die sind aber ein bisschen spitz. Da schauen wir doch mal, ob wir bereits Todessterne haben. Eigentlich müssten wir die bereits haben. Stern des Todes, sogar 32. Ah, da können wir doch direkt wieder mit denen sprechen. Hey, bin wieder hier. Ich war nie wirklich weg. Wer von euch ist denn Edis? Warum kann ich... Ich hab jemanden entdeckt. Ja. Ich wollte doch nur mit euch sprechen. Und warum hat die auf einmal so eine Brille an? Ich hab doch die 5 Sterne des Todes. Nun, warum kann ich da jetzt nicht mit denen sprechen? Er ist aber lange gestorben. Eieiei. Da fällt mir ein, ich habe etwas vergessen zu aktivieren hier, und zwar die HUD-Markierung für die Einsatzziele. Schauen, wo sind die denn? Sind die unten? Nein, da unten nicht. Denn ich habe vorher noch Klassenlevel-Let's Play aufgenommen und da habe ich diese Markierungen ja deaktiviert. Einsatzerinnerung. Bin ich blind? Ich bin ein bisschen blind, glaube ich. Einsatzziel, da sind sie doch. Da. Siehst du. Kann ich doch noch mit denen sprechen. Wäre ziemlich blöd, wenn ich jetzt nochmal 5 von den Pilzen sammeln müsste. Hey. Na, geht doch. Oder auch nicht. Weitersuchen, Leute! Der Feind ist in der Nähe! Phänomenal! Die KI-Kameraden sind einfach so hart passiv. Beim ersten Teil von Ghost Recon waren die nicht so passiv. Aber den konnte man auch nicht... ja... so in Anführungszeichen detailliert Befehle geben. Dafür aber detaillierte
anders detailliert, aber das seht ihr dann im entsprechenden Let's Play, wenn es denn online kommt. Sie sind ein Goldschatz, dass Sie uns diese Vorräte bringen. Eine echte Hilfe ist das. Oh, leider reichen die Bakterienkulturen nicht, um damit ausreichend Medizin herzustellen. Und wo soll ich sowas finden? Ich glaube, in den Kühleinheiten der Skill-Wissenschaftler könnten welche sein. Sie finden sie im Kühlhaus. Die Bakterien müssen bei geringer Temperatur aufbewahrt werden. Was schlagen Sie vor? Soll ich einen Kühlschrank entführen? Naja, vielleicht. Die Kulturen sind bei Raumtemperatur schnell dahin. Ihnen bleibt also nur etwa eine Stunde, um sie zurückzubringen. Was Sie auch tun, Sie müssen sich beeilen. Sie sind klug. Ich bin sicher, Ihnen fällt was ein. Damit haben Sie doch kein Problem, oder? Nein. Ich mach's. Das wüssten wir wirklich zu schätzen. Wegen des Hausarrests können wir nicht weg. Aber wissen Sie was? Wenn Sie uns die Zutaten bringen, bekommen Sie den ersten Schwung Medizin. Einverstanden. Dann bis später. Cool. So, und jetzt? Kann ich jetzt nochmal mit Ihnen sprechen? Ja. Sie sind ein Goldschatz, dass Sie uns diese Vorräte bringen. Das, eine echte Hilfe ist das. Oh, leider reichen die Bakterienkulturen nicht, um damit ausreichend Medizin herzustellen. Und wo soll ich sowas finden? Ich glaube, in den Kühleinheiten der Skill-Wissenschaftler. Allerdings kann ich mich jetzt auch nicht mehr bewegen. Sie finden sie im Kühlhaus. Also ich glaube, jetzt hat es richtig getriggert. Die Bakterien müssen bei geringer Temperatur aufbewahrt werden. Ja, was schlagen Sie vor? Soll ich einen Kühlschrank entführen? Naja, vielleicht. Die Kulturen sind bei Raumtemperatur schnell dahin. Ihnen bleibt also nur etwa eine Stunde, um sie zurückzubringen. Was Sie auch tun, Sie müssen sich beeilen. Sie sind klug. Ich bin sicher, Ihnen fällt was ein. Damit haben Sie doch kein Problem, oder? Nein. Ich mach's. Das wüssten wir wirklich zu schätzen. Wegen des Hausarrests können wir nicht weg. Aber wissen Sie was? Wenn Sie uns die Zutaten bringen, bekommen Sie den ersten Schwung Medizin. Einverstanden. Dann bis später. Ach, das ist die gar nicht. Die mit der Brille ist die gar nicht. Ist nur das gleiche Model, aber andere Kleidung. Okay, gut. Dann haben wir das Ganze jetzt zweimal gehört. Wo müssen wir hin? Wird nichts angezeigt. Da drüben Nordwesten. Haben wir hier zufällig einen Heli-Landeplatz oder sowas? Nö. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns da vorne ein Motorrad oder ein Auto und dann düsen wir dorthin. Oder wir machen hier aus Versehen Bauchplatscher. Nicht die Leertaste drücken. Jo. So, wo ist der Parkplatz? Hier. So, Motorrad oder Auto? Auto wäre vielleicht besser. Motorrad ist zwar schneller, aber das können wir nicht so. Ja. Nicht so gut lenken. Ja, ich hoffe, da gibt es eine Straße rum. Oder wir fahren halt einfach querfeldein. Warum auch nicht? Der Jeep kann das auch. Beziehungsweise ist es kein Jeep. Oder ist es ein Jeep? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Kombi. Du schaffst das Auto. Oder? Hupalalala. Aus Versehen noch einen Sentinel umgefahren. Und dann müssen wir die ganze Strecke zurückfahren mit dem LKW. Oh. Da habe ich den Baum leicht touchiert. Da ist eine Straße. Schön. Teile. So, der ist der Böse. Wer war denn das mit der blauen Mütze? Achso, war ein Bandana.
Okay. So, wo ist die Drohne runtergekommen? Da. Habe ich schon eingesammelt? Gut. Ah, da vorne ist es. Also einsteigen. Die Fahrt geht los. Aus dem Weg, Schwein. Oder Schaf. Ziege, was auch immer. Tier. So, setzen wir uns mal da in den Busch. Schauen mal, wie es da aussieht. Wir haben hier definitiv ein paar Wachen. Auch zivile Arbeiter. Geschützturm? Nein. Gabelstapler. Sentinel-Soldaten wissen, wo die Zutaten aufbewahrt werden. Ach, guck mal, da sind sie doch. Und wird von Heavy bewacht. Kommen wir da von hinten vielleicht rein? Ja? Nein, vielleicht? Wir sind da. Ja, von dort reinkommen wäre ziemlich doof, ne? Da müssten wir uns komplett durchkämpfen. Wir könnten auch da vorbei und einfach von da reinkommen. Hier kann man doch bestimmt rein, oder? Ja, hier. Ist offen, ne? Können wir da durch, direkt reinhüpfen und ab geht die Fahrt. Machen wir. Nochmal alles einsteigen. Wir sind auf der falschen Seite angelandet. Komm. Oh, die anderen zwei haben sich schon hin teleportiert. Dabei wollte ich doch... Wollte ich doch nur ein kleines Stückchen. Nach vorne fahren. Oh, Wasser! Uiuiui! Kommen wir da nicht durch? Nee. Na gut, ist aber egal, denn wir sind quasi da. Gibt's einen Scharfschützen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Scharfschütze wäre mir jetzt sehr unlieb. So, und vor diesem Gebäude steht der LKW. Oh mein Gott. Alter, habe Sichtkontakt! Vorsicht! Hat mal wieder gut funktioniert. Autsch, 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 Autsch. Ja. Seit wann treffen die denn so gut? Normal schießen die doch wie Stormtrooper. Ich versorg dich. Ja, versorg mich bitte mal. Aber vielleicht ein bisschen schneller. Bevor ich ganz in der Mauer versinke. Dankeschön. Schon besser. Ja, nein. Eieiei. Ich bin hart verletzt. Oh, shit. Schild, Granate! Ich bin so hart verletzt, ich kann nicht mal krabbeln richtig. Ja, der Kollateralschaden. Da kann ich jetzt leider nichts zumachen. Nichts für machen. Falsche Items noch ausgerüstet. Ich hätte gerne Granate, bitte. Ich hoffe, die lassen mich wenigstens noch verbinden. Eieiei. So viel Chaos. So viel Chaos. Ah, gut. So, oh, nee, gar nicht so gut. Oh, hey. Oh. Ja, ich will dich. Töten. War da nicht auch noch einer?
dachte, ich hätte einen gesehen. Getroffen! Erwischt! Kommander am Boden! War das alles? Nee, ne? Erledigt dieses Schwein. Steig ein, Mann! Warum kann ich ja nicht einsteigen? Er steigt nicht ein. Jetzt mach das. Ich komm nach. Mein Gott. Ja, danke. Oh, hallo. Stirb! Was soll die Kacke denn? Ich schiebe den vor mir her. Ihr habt das gesehen, dieses I, ne? Ihr habt gesehen, dass ich den Typen vor mir hergeschoben habe, vor dem Auto. Da fehlen mir die Worte. Mir fehlen die Worte. Ganz komplett, mir fehlen die Worte. Daran habe ich auch irgendwie nur zwei bekommen. Naja, was soll's. Immerhin sind wir auf der richtigen Seite. Dann machen wir das Ganze jetzt eben nochmal richtig, hoffe ich. Wow. Nichts zu berichten. Nur die beiden da? Gut. Quatsch, das war eins zu tief. Hast du auch manchmal so einen nervigen Ohrwurm? Ich steig hier ein und wechsle dann die Seite auf die Fahrerseite. Hier ist nichts. Halt einfach den Mund und mach die Augen auf. So. Und tschüss. Tschüss! Setz dich doch nicht einfach mitten auf die Straße. Eieieiei. Ich weiß nicht genau, wo lang wir fahren müssen. Ich hoffe einfach, dass das hier richtig ist. So. Eieiei. Gibt es irgendwo noch mehr Chaos? Das war eine rhetorische Frage. Ihr müsst nicht antworten. Oh Gott, nein, nein, stopp! Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Die Karre hat's überlebt. Gut. Ich glaube, ich steig mal aus und verarzte mich. Ich habe das nämlich nicht unbeschadet überstanden. Eieiei. Alter Schäder. Ja, ja, kein Problem. Dann wechselt, steig mal ein. Sorry, Fury. Es leben natürlich die ganzen Wachen hier wieder, ne? Oh, da gab es ein Zeitlimit bei der Mission. Habe ich gar nicht bemerkt. Hallo! Ladies? Was machen Sie hier? Hallo? Da bin ich wieder. Und noch in einem Stück. Haben Sie die Medizin hergestellt? Sie haben Ideen. Der Todesstern und die Bakterienkulturen haben Sie hergestellt. Wir haben nur geholfen. Sie haben ein kleines Medizinbaby gezeugt. Und es ist jetzt bereit, zur Schule zu gehen. Es kann Ihnen helfen, wenn Sie mal in Schwierigkeiten geraten. Vielleicht erhöht es ihre Leistungsfähigkeit und gibt ihnen einen kleinen Kick im Kampf. Ja, ja, sicher. Danke. Nice. Was ist denn? Ach ja, die Meldung habe ich auch noch an. Ja gut, aber damit haben wir diese Nebenmission erledigt. Falls noch nicht geschehen, hau mir gern ein Abo rein und spendier mir eine Glocke oder umgekehrt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.